Ja, das ging relativ schnell. Aus Gier wurde ziemlich fix Angst, weil schlichtweg das Goldilocks-Narrativ in sich zusammengefallen ist. Erstens, Goldilocks-Narrativ, ja, Inflation sinkt, deswegen können dann die Zinsen sinken. Gleichzeitig bleibt die Wirtschaft toll und stabil. Das war der erste Kernpunkt des Goldilocks-Szenarios. Und der zweite Kernpunkt war die KI-Euphorie, die sagte, also die Produktivität, die wird massiv ansteigen, weil die Unternehmen ihre Kosten senken können, dadurch effektiver werden, dadurch sind Bewertungsaufschläge, sind hohe Aktienkurse allemal gerechtfertigt, weil ja da praktisch eine Revolution stattfindet, die schon ganz, ganz, ganz bald eintreten wird. Also sind wir bereit, Mondpreise zu zahlen für bestimmte Aktien. Aber auch diese KI-Euphorie ist eben das, was der Name schon sagt, Euphorie, nicht Realität. Und wir hatten in der letzten Woche einen ziemlich herben Realitätsschock durch die Zahlen von ASML und TSMC, also diesen beiden maßgeblichen Konzernen für die gesamte KI-Industrie, wenn man so will. Die einen stellen die Maschinen her, mit denen man die Chips bauen kann, die anderen bauen diese Chips. Das ist also praktisch das Nadelöhr an diesen Firmen, kann man durchaus was sehen. Und die Zahlen wollen wir uns gleich nochmal anschauen, warum da vielleicht diese KI-Euphorie in sich zusammenfällt. Aber gucken wir uns mal das Setup an in einer Situation, in der die Märkte ziemlich im kurzen Zeitfenster ziemlich überverkauft sind. Deswegen wir wahrscheinlich jetzt im europäischen Handel zu Beginn erstmal einen Rebound sehen, eine Erholung sehen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das, weil eben das Narrativ zerschossen ist. Erstens, Zinsen sinken bald und zweitens, KI ist sozusagen endloses Wachstum. Hier sehen wir mal etwa ein Beispiel des Fear and Greed Index, der jetzt auf ein Niveau gefallen ist, bei dem wir zuletzt im Oktober 2023 waren. Oktober, Ende Oktober war ja das Tief an den US-Aktienmärkten. Am Freitag sind wir beim Fear and Greed Index auf 31 gefallen. Wir waren eigentlich fast das gesamte Jahr im Extrem-Gier oder im Gier-Modus bei diesem Fear and Greed Index. Also wir sehen, da ist relativ schnell etwas passiert. Wir haben 3 Wochen in Folge Verluste beim S&P 500. Dennoch sind wir nur 6% vom Allzeithoch entfernt. Der VIX allerdings ist um 45% gestiegen. Jetzt gucken wir mal den Nasdaq an. Den hat es nämlich besonders erwischt am Freitag. 2,1%. Das war der schwächste Tag seit Oktober. Und hier sehen wir mal in diesem Chart verglichen die Zinssenkungserwartungen, die sind immer weiter gefallen, aber der Nasdaq hat sich gesagt, das geht mich nichts an, das interessiert mich nicht. Aber jetzt muss man vielleicht diese Lücke, dieses Gap verkleinern. Wir sehen ja, dass in der Vergangenheit Zinssenkungserwartungen und steigende Aktienkurse respektive fallende Zinssenkungserwartungen und deswegen fallende Aktienmärkte sehr eng korrespondiert war. Diesmal schien alles anders zu sein seit Anfang Januar, seit Mitte Januar. Und das rächt sich jetzt, das muss ausgepreist werden. Die Lücke ist schlicht zu groß geworden. Und wir sehen, der S&P 500, der Leitindex in den USA, mit der schwächsten Woche seit März 2023, also über ein Jahr. Und wir sehen vor allem, dass die Intraday-Schwankungen sehr groß waren, nämlich 1,4% durchschnittlich in der letzten Woche. Der normale Durchschnitt in einer Woche ist 0,62%. Wir haben also mehr als das Doppelte an Intraday-Volatilität, die wir hier gesehen haben. Und das zeigt die gewisse Nervosität, zumal eben jetzt die Treiber dieser Aktienmärkte, die Magnificent Seven, das erste Mal unter ihren 50-Tages-Durchschnitt gefallen sind. Über 1 Billion an Marktkapitalisierung verloren in gut einer Woche. Also das ist Virtue. Und all das eben wegen Fragen zu ASML, den Holländern und der TSMC, den Taiwanesen. Wir sehen dann Headlines hier. Nvidias Stock Plunge leads Magnificent Seven to a record weekly market cap loss. Also die haben auf die Mütze gekriegt. Nvidia alleine hat in der letzten Woche deutlich mehr an Marktkapitalisierung verloren als AMD, ein ja sehr, sehr relevanter Chipkonzern in den USA, insgesamt wert ist. Und warum das so ist, warum hier bestimmte Zweifel existieren, sehen wir mal an diesen Zahlen. Gucken wir zunächst mal bei TSMC. Hier sehen wir Revenue Growth 16,5%. Interessant aber, Year over Year, also YOY, Year over Year zum Vorjahresmonat,
Wir sehen allerdings, dass die Expenses, also die Ausgaben, stärker gestiegen sind als die Umsätze um 18,2%. Aber vor allem dann zum Vorquartal. Revenue Growth minus 5,3% und Net Income Growth minus 5,5% bei TSMC. Und bei ASML ist die Situation noch unschöner. Revenue Growth zum Vorjahr minus 21,5%. Wir sehen, dass die Kosten weiter steigen, hier um 5%. Net Income Growth, also nach Steuern, minus 37,5%. Revenue Growth minus 27% etc. etc. Also wir sehen, dass, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass hier ewiges Wachstum stattfindet mit praktisch parabolischen Anstiegen, mit einer Wahnsinnsentwicklung, dann sind diese Zahlen doch relativ eindeutig ernüchternd, würde ich mal vermuten. Und ich glaube, man kann es nicht anders schlussfolgern. Wir sahen dann Nvidia 10% gefallen am Freitag. Und das ohne Zahlen. Bei den US-Aktien ist es ja oft so, wenn die Zahlen bringen, dann ist es oft so, dass eine Aktie 10% steigt oder fällt, 20% steigt oder fällt. Aber ohne Zahlen ist Nvidia, ohne Vorlage von Zahlen, 10% gefallen. Ist das erste Mal unter ihren 50-Tages-Durchschnitt gefallen seit November 2023 und hatte 213 Milliarden Dollar an einem Tag an Marktkapitalisierung verloren. Das ist deutlich mehr als das BIP Ungarns, als das BIP Algeriens und ein Ticken weniger als das Bruttoinlandsprodukt Griechenlands. Also die Ungarn und die Algerier arbeiten ein Jahr und alles, was sie erzeugen, herstellen, dienstleisten, ist weniger wert gewesen als das, was Nvidia mal eben am Freitag an Marktkapitalisierung verloren hat. Das muss man sich einfach in der Dimension mal vorstellen und finde ich wichtig, das in der Dimension zu zeigen, weil es eben auch zeigt, wie aufgepumpt diese Aktienmärkte sind. Das ist kein Zufall, dass sie so aufgepumpt sind, weil eben die Schuldensituation auch in den USA so aufgepumpt ist. All das hängt offenkundig miteinander zusammen. Hier sehen wir mal schwach besonders eben die Tech-Werte am Freitag. Und das Interessante ist, an der NYSE, also an der New York Stock Exchange, sind am Freitag sogar mehr Aktien gestiegen als gefallen. Aber hilft nichts, wenn eben die Dickfische wie Nvidia dann unter Druck kommen. Wir sehen hier Nvidia eben diese 10% gefallen, Amazon unter Druck. Und hier sehen wir eben, dass es diese Wachstumsaktien nicht geschafft haben, nachhaltig über dieses Peak-Hoch, das wir gesehen haben im Dezember 21 hinwegzukommen. Hier sehen wir mal auf wöchentlicher Basis diese dicke rote Kerze. Das ist schon eine echte Ansage. Untergleitende Durchschnitte. Unten sehen wir eine negative Divergenz, die sich jetzt offenkundig im größeren Zeitfenster hier zeigt. Wenn wir ein Stück weit die Zeitebene runterbrechen, also von wöchentlich auf täglich, sehen wir hier mal den S&P 500, der natürlich jetzt oben, sehen wir es im RSI, schon im überverkauften Bereich ist. Gleichzeitig sind wir an einer Trendlinie, wenn man so will, seit eben dem Tief aus dem Oktober, also Rebound, durchaus logisch, durchaus wahrscheinlich, dass da einfach die Überverkauftheit ein bisschen zu groß ist. Das sehen wir hier auch in diesem Core Risk Model unten, so stark im kurzen Zeitfenster überverkauft wie seit Oktober nicht mehr, aber übergeordnet sehen wir eben oben im RSI, sind wir noch ziemlich weit, wenn wir das Ganze auf wöchentlicher Ebene mal betrachten. Von daher wäre da durchaus noch eine Menge Luft, aber wie gesagt, am Freitag haben wir gesehen, der Nasdaq deutlich unter Druck, aber die Aktien, die über ihrem 20-Tages-Durchschnitt handeln, sind am Freitag sogar gestiegen, während der S&P eben deutlich gefallen ist. Auch wir sehen eine JP Morgan, also die Bankaktien, wir sehen Versorgeraktien, Utilities sind gestiegen, Energie ist gestiegen. Am Freitag hier rechts habe ich Ihnen mal die Banken displayed und jetzt wird es natürlich wichtig sein, wie die Zahlen reinkommen. Morgan, Tesla, Löhne hat Probleme über Probleme, jetzt hat er die Preise erneut gesenkt am Wochenende in China, die Aktie vorbörslich erstmal im Minus, morgen Abend kommen die Zahlen. Das wird natürlich ein Hingucker, Visa auch wichtig dann noch, aber dann am Mittwoch Meta. Natürlich sehr wichtig und am Donnerstag Microsoft und Alphabet und auch Intel natürlich wichtig. Das heißt, vier der sieben Magnificent Seven Aktien werden in dieser Woche ihre Zahlen vorlegen. Und hier sehen wir mal den S&P 500 unten mit einer positiven Divergenz. Also durchaus möglich, dass hier diese Erholung reinkommt. Beim Nasdaq
wäre ich skeptischer. Hier sehen wir das wirkliche komplette Durchbrechen dieser Seitwärtsformation, die wir seit Ende Februar gesehen haben. Also es ist jetzt so, dass offenkundig Umschichtungen stattfinden raus aus Tech, die natürlich unfassbar gut gelaufen sind in andere Werte, etwa Finanzen, etwa Versorger. Und übergeordnet wichtig eben Liquidität im System. Hier die Bank Reserves, Reserve Balances with Federal Reserve. Also das, was praktisch an Liquidität im Bankensystem ist, das war rückläufig. Die Aktienmärkte hat es ebenso wenig interessiert wie eben die steigenden Renditen. Und das ist genau das Problem. Hier sehen wir mal Zinssenkungswahrscheinlichkeiten. Hier sehen wir genauer gesagt die Financial Conditions, die ein bisschen wieder rigider geworden sind. Obwohl ja die Zinsen gestiegen sind, haben wir zuletzt gesehen mit dieser Rallye, dass eben die Finanzkonditionen immer lockerer wurden. Und jetzt aber ist die Message erstmal higher for longer. Fed-Chair Jerome Powell, heißt es in einer Schlagzeile von Fortune, hat eine unfreundliche Message für die Märkte. Ihr werdet vielleicht überhaupt keine Zinssenkung bekommen. Die waren aber längst eingepreist. Und wo man sie nicht bekam, hat man sich mit KI-Euphorie getröstet. Jetzt sehen wir hier, dass die Inflationserwartungen immer weiter nach oben gehen. Darauf achtet die Fed sehr stark. Das ist vielleicht nicht zufällig, dass wir in der letzten Woche inklusive Jerome Powell ausschließlich hawkischen Speak gesehen haben von Fed-Mitgliedern. Selbst Goolsbee, die Obertaube innerhalb der Fed, hat gesagt, ja, da müssen wir wohl noch warten. Und das in einer Situation steigen also die Renditen. Und was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist hochinteressant. Da haben wir zunächst mal die Schlagzeile Pension Funds. Die ziehen Gelder, Milliarden ab aus Aktien. Warum das so ist, sehen wir unten. Unten haben wir nämlich das sogenannte Equity Risk Premium. Oben haben wir den S&P 500. Unten also Equity Risk Premium heißt, wie werde ich für mein Risiko entlohnt, dass ich Aktien kaufe und nicht Anleihen, also dass ich ein Risk Asset kaufe mit all den Chancen und Risiken, die es hat, statt irgendwie ein langweiliges, sicheres, in Anführungszeichen sicheres Instrument zu wählen. Und hier sehen wir, oben der S&P 500 ist gestiegen, obwohl der Risk Premium immer negativer wurde. Dieses Risk Premium wird berechnet, die Earnings Yield beim S&P 500, also all das, was die US S&P 500 Firmen verdienen, letztendlich minus die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen. Und wir sehen, die Earnings Yield ist bei 4,0% im S&P 500, also Aktien rentieren 4%, könnte man sagen, während eben die 10-jährige US-Staatsanleihe über 4,6% rentiert. Und das macht eben Aktien in Relation zu Bonds unattraktiver. Das haben jetzt die Pensionsfonds gemerkt, nachdem die KI-Euphorie gelinde gesagt vielleicht sich als Übertreibung herausgestellt hat. Und hier sehen wir die 10-jährige US-Staatsanleihe, 4,66%. In dieser Woche, wichtig, werden 183 Milliarden Dollar neuen Schulden aufgenommen über 2-, 5- und 7-jährige Anleihen des US-Finanzministeriums. Und Alf sagt hier zu Recht, ja, also Bonds sind dann ein guter Hedge für Aktien, wenn die Kerninflation voraussehbar unter 3% ist. Und das ist genau das Problem. Wir sehen ja, wenn die Renditen steigen, dann fallen ja die Kurse von Anleihen. Das heißt, wir haben jetzt fallende Aktienkurse und fallende Anleihen gesehen. Und das ist natürlich ein Problem dann für viele institutionelle Investoren. Aber warum fallen die Kurse der Anleihen, steigen die Renditen? Weil eben die Verschuldung der USA durch die Decke geht. Wir sind jetzt bei einem Defizit von 5,93% zum BIP. Das ist heftig. Maastricht hier in Europa wäre minus 3%. Die Franzosen bewegen sich derzeit übrigens auch Richtung 5% wieder. Und das gab es zuletzt nur in der Corona-Krise 2020 und eben im Gefolge der Finanzkrise. Unten sehen wir übrigens orange die Steuereinnahmen und die Ausgaben. Das heißt, es sind immer mehr Ausgaben als Einnahmen in der Fall. Man lebt also über seine Verhältnisse. Die Folge: bereits im letzten Quartal 2023 mussten die Amis 3,7% des BIPs an Zinsen aufwenden. Tendenz weiter steigend. Bis Ende des Jahres könnten es 1,6 Billionen pro Jahr sein. Und jetzt kommen nochmal fast 100 Milliarden obendrauf durch Hilfe für die Ukraine, Israel und Taiwan.
Und Baerbock allerdings, und das ist ja unsere super Geheimwaffe, das ist, warum das Ausland sagt, gut, früher hatten wir die D-Mark, die Franzosen haben ja gesagt, die D-Mark ist eure Atombombe, jetzt haben wir statt der D-Mark eine andere Atombombe, das ist Annalena Baerbock, die jetzt offenkundig dem Herrn Scholz vorgeschlagen hat, wir schicken den Robert Habeck in den Iran, ne? Dann wird der dort das Energiesystem umstellen, dann haben die Iraner keinen Strom mehr und dann können sie auch kein Uran anreichern, gell? Das ist schlau, das ist sozusagen unsere außenpolitische Atombombe, die alle Probleme lösen wird. Die Annalena Baerbock, die ja rhetorisch, wie wir wissen, brillant ist, nicht wahr? Und auch bestimmte Wörter wie präzedenzlos nie verwechselt, ne? Das heißt ja nicht präzedenzlos, sondern präzedenzlos, ne? Das musste man ja auch einmal der deutschen Öffentlichkeit sagen, meine Damen und Herren. Drei Empfehlungen. Die EZB hat jetzt langsam begriffen, oh, wenn die FED die Zinsen nicht senkt, dann können wir auch nicht beliebig die Zinsen senken. Das ist jetzt sozusagen der Denkprozess, der in der EZB stattfindet, hochinteressant, denn da geht jetzt so ein bisschen die Muffe in Frankfurt. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Die zweite, warum sind die Aktienmärkte gefallen? Zins- und Inflationsdruck und ein Abverkauf bei Tech bringen das Goldilocks-Szenario ins Wanken. Das Big Picture, das ich Ihnen sehr empfehle, meines Kollegen Wolfgang Müller. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Gold fällt jetzt, da die Spannungen im Osten nachlassen. Wir sehen rückläufige Kurse heute. Ich vermute, es liegt an Annalena Baerbock, weil natürlich alle jetzt gesehen haben, die Annalena, die hat den entscheidenden Vorstoß, der Frieden bringen kann. Die Lösung heißt Robert Habeck, schickt ihn überall hin und dann gehen ohnehin die Lichter aus, meine Damen und Herren. Also diese drei Empfehlungen unter dem Video. Ich sage jetzt Servus, ciao.